Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge von Minecraft Zombies. Auf dem Arcade-Teil des Hypixel-Servers. So immer. In der letzten Folge, muss ich ja sagen, haben wir den Rekord gebrochen. Hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Auch eine Kiste aufmachen. Ich hab keine. Okay. Es hat mich total gefreut, dass wir das geschafft haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das irgendwann mal hinkriegen sollten, den Rekord zu brechen. Weil das war, also bevor ich die 36 hatte, war bei Runde 20 immer Schluss so. Und dann habe ich einmal Runde 20 drüber und dann habe ich mich total gefreut. Und dann Runde 36, oh mein Gott, zwei, drei Tage später, Runde 40. Der Wahnsinn. So, let's go. Wir haben einmal Biene Maya. Wir haben Tatschili. Und wir haben Shader vergessen. Sorry. Ich kümmere mich drum. Ah, nun besser. Sieht so blass aus. Das Gras bewegt sich. Problem ist, der Shader zieht ziemlich viel von meinen Dings, von meiner Grafikkarte, was halt ein bisschen nervig ist. Aber nun gut, das soll uns jetzt erstmal nicht aufhalten. Fünf, vier, drei, wir laufen direkt nach hinten. Gehen dahin. Oh, der Himmel sieht so schön aus mit den ganzen Wolken und Blumen. Wie heißt das? Sterne. Und ich glaube nicht, dass das eine Blume war. Also könnt ihr mal aufhören, ganz kurz zu spawnen. Wirklich okay, gucken, was ich da gerade gesehen habe. Ich glaube nämlich nicht, dass das eine Blume war. Das war ein... Was ist das? Dach von irgendwas. Wieso habe ich gesagt, das ist eine Blume? Weird. Bauen wir erstmal wieder zu. Wir sparen natürlich wieder auf die 500 für unser geliebtes Gewehr. Oh, oh. Du kannst hier nichts. Ich sag's dir. Geh weg. Heute habe ich schon ein bisschen was aufgenommen. Und zwar das Projekt, was nach Portal kommt, habe ich schon aufgenommen. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh damit angefangen. Ich bin bald damit fertig und Portal 2 ist noch gar nicht fertig, aber ich bin schon mit dem nächsten fertig. Na gut, dann habe ich noch ein bisschen Horizon Zero Dawn aufgenommen. Und zwar die 8. Folge heute. In der wir auch schon wieder fast gestorben werden. Ich weiß nicht, ob Minecraft Zombies vor der 8. Folge kommt oder danach. Auf jeden Fall, schaut sie euch an. Ist wirklich episch geworden. Und dann noch was? Nein. Haben wir genug? Oh, da ist sie. Da ist sie? Da ist es. Das Gewehr. Oh, ich habe dich gehört. Direkt gehört. Ich hoffe, ihr habt Stereo-Kopfhörer. Dann hört ihr die Zombies nämlich normalerweise auch sowieso im Schnitt. Gucke ich dann immer, dass das nicht zu laut ist für euch. Gab schon Momente, da war dann der Sound zu laut. Da musste ich ihn ein bisschen runterdingsen. Weil man das Game ja nicht auf einer konstanten Lautstärke machen kann. Ich verdecke immer noch den Chat, ich weiß. Was ist das schon wieder? Wie langweilig. Natürlich, ihr habt wieder schöne Musik im Hintergrund. Jedes Mal die gleiche. Ich weiß nicht, ist das okay für euch? Ich habe auch... Also es gibt noch andere Musik. Das ist ein Video, das geht eine Stunde. Oder drei oder so. Da sollte ich genug Material finden, um euch andere Musik zu denken. Heute habt ihr mal andere Musik. Nee, beim nächsten Mal habt ihr andere Musik. Heute nehme ich noch das Normale, weil dann gucke ich mir für die nächste Folge, suche ich mir dann im Voraus schon mal coole Musik unter, damit ich mir die selber im Hintergrund laufen lassen kann. Ganz schlau hier. Weil da muss ich jetzt nicht mehr raussuchen. Wir haben jetzt schon 8 Uhr abends. Ich fahre jetzt bald nach Hause. Bis dahin sollte das Video hier noch fertig geschnitten sein und so. Das wäre halt gut. Ich nehme ja immer ein Video auf und es wird am selben Tag noch geschnitten. Ich nehme immer so 3 bis 4 Videos am Tag auf. Und das war's. Danach wird geschnitten und ein bisschen Freizeit brauche ich ja auch. Meistens lade ich dann auch noch Videos hoch.
Dann muss ich ein Thumbnail entweder selber machen oder aus dem Internet ein Bild finden, mit dem ich dann besser arbeiten kann oder so. Weil ich glaube, ich habe noch kein Thumbnail selber gemacht. Jetzt waren es immer Bilder aus dem Internet, die ich kombiniert habe oder so. Zum Beispiel eben bei Portal. Das sind nicht meine eigenen selbstgeschossenen Bilder. Das sind Bilder aus dem Internet, ausgeschnitten, zusammengefügt. Ja, wobei das K-Storm-Logo, das ist meins. Oh, geh weg. Du kannst hier nichts. Oh, da hinten sind noch wieder. Oh, ich hab dich schon wieder gehört hinter dir. Nee, 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 heute nicht. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Ich würde sagen... Na, nicht so weit wie beim letzten Mal. Also, wenn wir weiterkommen als beim letzten Mal, dann wow. Dann haben wir wieder zwei Folgen. Und wenn nicht, dann... Ja. Dann halt nicht. Nee, bin da drin. Ich frag mich eigentlich, wo die herkommen. Weißt du, der ganze Freizeitpark ist hier. Der Haupteingang ist abgeschlossen. Das Einzige, was die eigentlich machen können, ist da oben. Aber die kommen... Das ist mir noch gar nicht oft verstimmt. Die könnten ja da hinten droppen und dann da so durch Gänge bis zu uns laufen. Also so ganz simpel eigentlich. Nee, 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 geht mal weg. Du auch hier, zack. Das wäre ja für die einfacher als, keine Ahnung was... Das macht Sinn. Im Übrigen, das sieht total cool aus. Oh, da ist der Mond. Boah, der hat so schöne Scheinstrahlen hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht. Ich sag's euch, in ein paar Monaten. In 5 bis 6 Monaten. Ja. Da habt ihr dann vielleicht Glück und ihr bekommt von mir 4K Gameplay geliefert. Oh, Instant Kill. Perfekt. Weil... Nein, da ist kein... Achso, wenn Gegner in der Nähe sind. Genau. Oder ihr kriegt gute Full-HD-Videos. Das wäre mir auch schon recht. Gute Full-HD-Videos in 60 FPS. Oh, jetzt droppen sie hier unten. Da wird wieder aufgemacht. Bam! Zack, 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 zack. Ja, oh, 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 Slime. Wenn sie zur Seite gehen, ich... vielen Dank. Oh, da ist noch ein Schleimi. Gaming Guides lässt grüßen. Oh, was? Was hat mich denn getötet? Ich würde es gern sehen. Aber irgend so ein Dösel ist im Weg. Dankeschön. Ich habe noch keine Rüstung gekauft. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, gell? Ja, komm, dann holen wir mal das da und das da. So, oh, für 500, was kann man... Warte, was habe ich? Ich will Gold, okay. Du hast hier Lederrüstung gekauft, sehr schön. Kann einer von euch mal für sein Geld... Hier, du hast 1000, Idulu. Bist du Idulu? Bist du Idulu? Du bist Idulu. Also, kannst du mal was aufmachen, bitte? Vielleicht? Ich hab nicht das Geld dafür. Wow! Ist ja gut. Du musst mir... Ich weiß, dass ich viele Fans habe, aber du musst mich nicht direkt deswegen anspringen. Alles gut, ihr bekommt eure Autogramme noch. Gott. Sagt dir der Typ mit 70 Abonnenten. Du hast nicht genug Gold, um diese Tür zu öffnen. Ja, wollte ich auch gar nicht. Oh, der Hansi ist gestorben. Wer? Gokis. Gokis ist back. Ich habe keinen Schaden bekommen. Durch was bin ich denn jetzt gestorben, bitte? Also manchmal macht das Game auch keinen Sinn. Da frage ich mich dann auch, woran liegt das? Ich bin schon zweimal gestorben, gell? Ich bin richtig schlecht heute. Na, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Die letzte Folge ist, glaube ich, auch schon eine Woche, anderthalb her. Da darf das schon mal vorkommen, ja. Oh, Bonusgold, lecker. Yum, yum. Nee, wir können nicht. Oh, Insta-Kill. Nee. Bam. Wow. Tack, 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 tack. Hier, alle down mit euch. Ui, ui, ui. Bam. Sneaken, 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 sneaken. Schön den Überblick behalten. Da hinten kommt einer. Ist down. Ja, der steht direkt vor mir. Wow.
Perfekto. So will ich das. Frag mich eigentlich, warum schafften die Minecraft-Entwickler es nicht, Minecraft so zu optimieren, wie Optifine es tut? Warum kann der Typ oder die Typen von Optifine Minecraft besser machen als die Minecraft-offiziellen Entwickler? Also klar, es gibt den Mod-Support. Finde ich super, ja. Aber Minecraft von sich aus bietet kein Dings für Shader oder ähnliches. Was ich echt schade finde. Ich finde, Minecraft könnte von Grund auf mit Optifine laufen, nur ohne diese Zoom-Funktion. Dass Minecraft einfach Optifine klaut und die Zoom-Funktion rausnimmt. Und es dann in ihr Minecraft reinhaut. Klar können sie das nicht machen, rein rechtlich. Und doch, können sie schon. Also, ich glaube nicht, dass Optifine irgendwie einen Copyright-Schutz drauf hat, weil es gehört ja immer auch zu einem Videospiel. Aber, ich könnte mir vorstellen, dass Minecraft das einfach viel besser machen würde, wenn es von Grund auf gut laufen würde. Bei mir läuft das hier jetzt, ich habe keine Ahnung, wo das steht mit FPS. Ja, seht ihr das? 24 Frames bei mir. Ich habe auch einen Shader drauf, das erklärt so einiges, gell? Ja, gut. Gleich, wenn Rundenwechsel ist, nehme ich den Shader mal raus und gucke, wie es dann ist. Im Normalfall dann vielleicht 60. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt müsst ihr alle mal weg hier. Heute gibt's keine Gratis-Kekse für euch. Gratis-Kekse gibt's sowieso in letzter Zeit nur noch für 1,99. Das ist schlimm. Der war so schlecht. Okay. Tschüss, Shader. Schnell. Schnell. Ja, seht ihr das? 58 FPS, 50 FPS. Also, viel, viel flüssiger. Mann! Okay, aber, oh. Ich bin back. Dankeschön. Ja! Extra Leben. Ey! Dein Ernst? Ich war gerade dabei, mir was im Shop zu kaufen, Mann. Kommt der einfach, drängelt sich vor. Nur weil's Toilettenpapier schon wieder lässt. Kommt schon. Ihr schafft das! Nee, er schafft das nicht. Es ist nur noch einer. Goodbye. GG. Trotzdem. Aber wir haben erst 13 Minuten. Sollen wir noch was dranhängen, eine Runde? Komm, eine Runde machen wir noch. Und jetzt geht die Runde so 50 Minuten, ich sag's euch. Ja, seht ihr das? Es steht... Okay, hier steht das. Doch, hier oben. Seht ihr meine Maus? Hier steht das. Da haben wir Maximum ist 60 und wir haben jetzt 57 Frames. Ja? Ohne Shader. Trotzdem ist das Game, wenn ich mich drehe, ich weiß nicht, ob das auch... Aber ich habe dann so Linien. Nee, ihr seht das gar nicht. Ich spiele jetzt über den Monitor. Ich habe da so Linien, die das Game nachladen die ganze Zeit. Also solche Linien, die wir einmal über das komplette Bild rüberziehen, um das Zeugs nachzuladen. Ihr seht das gar nicht. Ihr habt schöne 60 Frames. Klar ist das Bild nicht wunderschön. Weil ich krieg das nicht besser. Oh, der hat einen tollen Skin. Aber ich weiß nicht, der sieht ein bisschen sus aus. Meint ihr, das könnte ein Alien sein? Das. Ich glaube nicht, dass er in den Chat guckt. He looks sus, man. Okay, der ist creepy. Let's go! Du bist doch da. Der... Jess, yeah. Jesse. Und Pestunia. Und wie ist der andere? Den nennen wir Sass. Der heißt ab jetzt Sass, Leute. Und let's go!
Komm. Bam. Hier gar keine Faxen machen. Direkt drauf. Nee, ich konzentriere mich. Geh weg! Duggen und Zombie. Oh, die haben das gar nicht bemerkt, die haben miteinander geredet. Die hacken den Plan raus. Der ist jetzt auch sus. Ja. Das sieht wirklich auf dem zweiten Monitor schön aus. Ich wechsle nachher mal die Monitore. Ich pack das da auf den da. Dann habe ich hier eine 4K-Leinwand, ja. Die auf Full HD runterskaliert wird. Das ist mir aber egal. Wenn sie flüssig läuft, ist das super. Gut, aber Minecraft ist auch nicht ein wirklich optimiertes Game, gell? Minecraft kann sehr schnell Frame-Drops bekommen. Das finde ich so ein bisschen schade. Man könnte so viel aus Minecraft rausholen. Die Minecraft Bedrock Edition läuft viel besser. Warum macht man nicht auch ein bisschen hier? Klar, hier ist Java, aber trotzdem. Sind die Entwickler von Minecraft, die haben ziemlich viel Geld zur Verfügung. Wobei, ich kann mir vorstellen, irgendwann wird die Zeit kommen, an denen jeder einfach Minecraft hat und sich niemand mehr das Game kaufen wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Oh, der Stuhl, der ist immer noch kaputt. Der wackelt jetzt seitlich. Genau, und das sollte eigentlich nicht. Und... So, ich sollte mich vielleicht mal aufs Gameplay mehr konzentrieren, anstatt die ganze Zeit hier zu reden. Wobei, ich glaube, das ist auch langweilig, wenn ihr jetzt einfach die ganze Zeit so... Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich nicht rede, dass es ein bisschen langweiliger ist zum Zugucken. Und dann einfach nur Gameplay hat, da könnte man es auch selber spielen. Wobei, also ganz ehrlich, Let's Plays gucken ist ja das gleiche wie Fußball gucken. Ja, das hat mir unser Lehrer letztens weiß gemacht. Man spielt nicht selber, man guckt anderen beim Spielen zu. Ist ja schon true. Also, falls eure Familie mal wieder Fußball guckt, schlagt doch vor, einfach hier meine Playlist von mir durchzugucken. Zum Beispiel die 70 Videos Minecraft Dungeons Playlist oder so. Geht von der Zeit her ein bisschen länger. Ein paar Stunden länger als ein Fußballspiel, ist aber cool. Oh, Zimmermann! Perfekto. Ich habe ich gehört. Ja, ja. Und dich auch, ja. Bam. Nicht vergessen, da kommt der Winzling. Perfekto. Wir konzentrieren uns noch. Während ich jetzt hier rüber sprint und mir die Rüstung hol. Und zwar beide. Nein, mir fehlen 9 Coins. Komm, 2 Gegner noch kurz. Retten. Hallo? Da. Perfekt. Ich habe noch 5 Coins. Ich muss mich, ich sollte ein bisschen mehr. Hier, zack. Und dann, sobald da hinten auf ist, mir direkt die Extra-Leben holen. Die Extra-Leben machen es echt einfacher. Der Wahnsinn. Aber darauf muss man halt total grinden. Woher kommst du? Dich habe ich gerade nicht gesehen. Ist hier hinten offen? Oh, ja. Nee, geh weg. Oh, da ist auch noch einer. Bam. Da hinten auch. Perfekt. Optifine. Dabei habe ich früher nie mit Optifine gespielt. Ich fand das immer total unnötig, dieses blöde Zoomen. Aber ich merke, dass es echt gut ist. Und Shader sind auch gut, aber halt nicht, wenn ich nebenbei noch aufnehme. Also normalerweise, wenn ich mit dem Shader spiele, habe ich 50, 60 FPS ohne Aufnahme. Wenn ich hier spiele, ohne aufzunehmen, habe ich 60 bis 70 FPS und sonst halt konstante 60 mit Dings. Und hier habe ich einfach 20 FPS beim Dingsen. Wobei, ich hatte auch schon 120 FPS. Wobei, das Problem ist, dass das, also ich sehe keinen Unterschied zwischen, also doch, zwischen 60 und 90 sehe ich noch einen Unterschied, aber ab dann sieht für mich einfach alles gleich aus. Außer ich bewege mich halt wirklich, wirklich so richtig schnell. Aber sonst ist das für mich immer das Gleiche. Und es gibt ja auch noch 240 FPS. Plus und mehr. Es gibt auch eine Mod, die gibt Minecraft 400 FPS. Egal auf welchem PC ihr das laufen lasst. Das finde ich cool. Und die Performance vom Spiel ist dadurch eindeutig besser. Ich weiß noch, früher auf meinem alten Computer, auf dem Laptop, musste ich immer so... Bin ich gesprungen? Und bin nicht gesprungen. Da musste ich immer warten. Damals habe ich auch noch ganz viel Bed Wars gespielt.
Da war ich noch ein bisschen in der Materie drin. Da habe ich immer 3x3 oder 4x4 gespielt, wobei ich 4x4 schon immer viel zu schwer fand. Ich weiß nicht, 4x4 war nicht so catchy wie 3x3, aber das habe ich früher immer gespielt. Das könnten wir auch mal machen. Schließlich habe ich ja noch eine Playlist Minecraft auf dem Server. Da ist nicht nur Hypixel Zombies mitgemacht. Vielleicht können wir beim nächsten Mal einfach nur eine Minecraft Bad Wars mal spielen. Hier gibt es ja noch Mörder, die Standardsachen, Duels, Crazy Walls oder wie auch immer das heißt, Reaper Attack, Santa Says. So, das sind richtig coole kleine Games eigentlich, die man mal spielen könnte alle. Ja, ich bin es gewohnt, dass man von den größeren YouTubern immer nur Bed Wars Mörder kennt. Ja, und Guy Wars und Ender Games. Wobei Ender Games nicht mehr so wie früher. Hinter dir. Oh, er hat noch 3 Herzen. Oh, alles gut. Oh, da öffnet sich schon wieder die Ladeklappe. Da kommen sie, ich sag's euch. Wir konzentrieren uns aber weiter und haben schon die 20 Minuten. In der Hoffnung, wir sterben jetzt. Warum, wenn nicht, packe ich euch wieder in eine epische zweite Folge. Also wenn es länger dauert, dann könnt ihr jetzt mit einem Schnitt ungefähr rechnen. Oder ja, circa bei 22 Minuten würde ich dann den Schnitt setzen. Also falls es länger dauert, dann verabschiede ich mich. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, verpasst es auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht. Bis dann und ciao, Leute. So. Und falls es doch eine kürzere Runde wird, dann sind wir immer noch mitten in der Folge, mittendrin am Arbeiten hier. Und wenn nicht, dann herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von der dritten Folge. Also Folge 3, nee, doch, Folge 3, Episode 2. Gesundheit. Wobei, ich habe ein gutes Gefühl mit meinen Teammates, dass das noch was wird hier. Wir reißen das. Runde 105 durchgespielt. Insta-Kill. Komm. Gönn. Zack. Hier für 2000 gibt's die nächste. I'll take that. Oh, du bist ein Zombie. Ich dachte, du seist ein Spieler, weil du goldene Rüstung anhast. Du Monster. Er betrügt mich. Oh Gott. Schnell hier hinter. Ducken. Da ist Mr. Sassy. Uiuiui. Ich glaube, der ist Among Us-Fan. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der hat ja sogar ein Cape. Da fällt mir gerade ein, bei Optifine kann man sich ja Capes kaufen. Heißt das dann, Optifine gehört irgendwie zu Minecraft? Wenn ja, ist das halt schon... Dann stimmt meine Aussage von vorher nicht mehr. Ah, das ist ein tolles Cape! Wir sollten uns nicht so sehr auf unsere Mitspieler konzentrieren. Ja, wobei eigentlich schon. Jetzt ist das ja ein Teamplay. Ich habe keine Munition mehr. Das ist schlecht. Tack, komm. Schön konzentrieren. Nee, geh weg. Was, der hat das überlebt? Bam. Hier will ich rein. Kauft sich einer hier rein, bitte. Boah, der Knopf C fühlt sich voll komisch an, weil ich normalerweise mit meinem Zeigefinger mal auf D bin und ich habe solche Dingstasten, die wieso läufst du nicht? Hallo? Oh, ich hab X gedrückt zum Rückwärtslaufen. Ich habe solche Tasten, da sind solche Rillen drauf, wie auf manchen Metallplatten, für einen besseren Grip. So, komm. Hier schön draufhalten. Oh, nee, der schmeißt mit Kuchen. Jokey is back. So heißt er bei den Schlümpfen. Ich habe das extra für diese Folge nachgeguckt. Die Clowns heißen Jokey. Oder halt der Typ bei den Schlümpfen heißt Jokey. Ja, sind das jetzt Jokeys? Was? Nein! Ash. Bobby. Ich hasse es, wenn ich gekickt werde. Ich bin in der falschen Lobby.
Rejoin. I was kicked. Ihr müsst das jetzt schaffen, Jungs. Los. Ihr habt einen Instant-Kill. Ihr gewinnt die Runde. 41 Zombies. Ja, aber es sind nicht mehr so viele. Durch einen Instant-Kill sind viele weg. Boah, ich würde gerne mal einfach nur mich hier reinsetzen. Ich könnte auch einfach so machen. So, ich bin invisible. Wieso kann ich eigentlich fliegen? Ich bin im Survival-Modus. Ich krieg weder Fallschaden noch sonst irgendwas. Ich habe auch keinen Effekt oder so. Und ich kann fliegen. Hier ist eine unsichtbare Wall. Oh, er versteckt sich hier. Wir campen, komm. Und wir sind back. Yes. Camp jetzt auch da hinten. Doch hier so. Ja, na, 1.18, wir können uns ja unter anderthalb Blöcken durchsneaken, aber da fängt das Game total an zu buggen, weil das Game auch für Leute auf der 1.8 ausgelegt ist. Das habe ich aber in der letzten Folge schon mal erklärt, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Danke, Sass. Slimes sind jetzt nicht so das Problem, muss ich sagen. Ich finde eher, dass Zombies das Problem sind. Oder Minions hier, die kleinen. Oh, no, 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 no. Okay, renn. Nachladen, tak. Wieso ist... Auf den da. Perfekt, der ist down. Okay. Let's go. Tak. Komm. Was? Ich bin der letzte Überlebende? Was ist denn mit euch los? Nein, ihr seid tot. Er auch. Du hast noch 3 Sekunden. Komm schon. Er ist wieder da. Komm. Die haben gelieft? No way. Nee, ihr habt nicht gelieft. Die stehen noch hier. Die haben gelieft. Warum? Wait, das hier. Still there. Das ist weird. Aber wir sind nur noch zu zweit. Oder die anderen wurden einfach gekickt. Das kann auch sein. Ich hoffe, sie haben nicht gelieft. Das wäre unfair. Nur weil sie gestorben sind. Ich hoffe, die wissen, dass sie wieder belebt werden nach einem Tod. No. Oh. Das Spiel ist vorbei. GG. Und ich lasse das Ganze doch in einer Folge. Boah, das hätten wir zu zweit nicht hingekriegt. Oh, Leute. Heute war es aber mal wieder schön. Zwar nicht so gut wie beim letzten Mal, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das doch gerne mit einer positiven Wertung. Verpasst die nächste Folge bei Bed Wars nicht.